Eigentlich würde ich jetzt sagen, es gibt Gaming-News, aber wir wissen alle, was diese Woche für eine Bombe geplatzt ist. Ghost of Tsushima 2! Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay Also heißt anders, aber ist Ghost of Tsushima 2. Aber erstmal ruhig, Step by Step. Heute in den Gaming News gibt es Sony State of Play. Eine Menge neuer Ankündigungen war mit dabei, aber auch ein bisschen was zu Assassin's Creed und Monster Hunter. Also macht euch gemütlich und seid gleich wieder up to date mit der Gaming-Welt. Los geht's mit PlayStation. Da gab es vor ein paar Tagen eine State of Play mit einer Menge neuen Infos und vielen neuen Spielen. Eröffnet wurde die Show mit Astrobot. Sony macht mit dem Spiel unseren Lieblingsklempner schon echt Konkurrenz. Entsprechend erfolgreich war das Game und somit auch kein Wunder, dass wir als kostenloses DLC neue Inhalte erhalten, wo wir mehr Challenges meistern und Bots retten dürfen. Apropos Challenges meistern, auch wenn Palworld gerade mit einer fetten Klage von Nintendo kämpfen muss, im Real Life dürft ihr das Spiel mit den bewaffneten Versionen der Pokémons auch schon auf der PlayStation spielen, denn Palworld gibt es ab sofort auch auf der PS-Konsole. Etwas überraschend gab es einen tieferen Einblick in Dragon Age: The Veilguard. Zu sehen gab es einen Bosskampf inklusive hinführender Cutscene. Als jemand, der sich in Dragon Age Origins verliebt hat, finde ich dieses Kampfsystem echt uncool. Vor allem, wenn so Spiele wie Baldur's Gate beweisen, dass auch rundenbasierte oder wie im Falle von Origins Semi-Echtzeitsysteme echt funktionieren können. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, vor allem scheinen taktische Elemente, diesmal ähnlich wie in Mass Effect, durch radiale Menüs integriert zu sein. Bei der Enthüllung von Veilguard fand ich die überbunte Lockerheit absolut unpassend für das Franchise. Der neue Einblick zeigt sich etwas düsterer, was ich gut finde, trotzdem bleibe ich skeptisch gegenüber dem nächsten Dragon Age Spiel, auch wenn ein neuer BioWare-Hit echt mal wieder stark wäre. Die Journalisten, die das Spiel bereits spielen durften, zeigten sich sehr positiv überrascht, aber wissen ja alle Leute, Gaming-Journalisten. Absolut niemand war überrascht, unsere Lieblings-Robot-Dino-Jägerin Aloy zu sehen, denn wie sich entpuppt ist, das Horizon Zero Dawn Remaster war und bringt das erste Spiel auf die aktuelle Konsolengeneration sowie auf neueste Standards in der Optik. Horizon Zero Dawn ist zwar ein tolles Spiel, aber ein Remaster des Spiels war jetzt nicht unbedingt notwendig, wenn ich mal ehrlich bin. Zusätzlich gab es im Laufe der Show noch weitere Ankündigungen und Enthüllungen von kleineren und größeren Spielen, DLCs oder Games, die bisher noch nicht so fett auf dem Radar waren. Oder eben auch in die PSVR 2 Schiene fallen. The Midnight Walk ist ein kleines creepy Spiel mit Claymation. Hell is Us geht weiter mit der Creepiness, aber schwer zu sagen, was das für ein Game wird. Das Metro Franchise geht mit Metro Awakening VR den PSVR Weg. Arc Age Chronicles wird euch erlauben, gegen fette Monster zu kämpfen. Luna Remastered Collection bringt den Klassiker zurück. Sonic Shadow Generations bringt mit einem Movie Pack die Stimme von Keanu Reeves, Liebling des Internets, ins Game. Phantasia Neo Dimension bekommt mit dem 5. Dezember ein Release-Datum. Alan Wake 2, Lake House DLC sagt nochmal Hallo, Hitman bekommt ebenfalls einen VR-Ableger, Legacy of Kain 1 und 2 gibt es bald remastered und ein Stellar Blade und Nier Crossover DLC bringt einen sexy Android-Charakter rüber zum anderen sexy Android-Charakter. Aber ihr wollt doch eh nur eine Sache sehen. Nein, nicht das, sondern Ghost of Yotei, aka Ghost of Tsushima 2, aka eines der besten PS4-Spiele überhaupt. Ich hoffe, ich spreche Yotei richtig aus. Naja, endlich enthüllt, endlich ein neues Spiel von Sucker Punch, die mit Ghost of Tsushima bewiesen haben, wie gut sie das Samurai-Setting zum Leben erwecken können. Leider, leider ist Ghost of Yotei kein direktes Sequel zur Story von Jin Sakai, sondern spielt ungefähr 300 Jahre später in einer komplett anderen Region, deswegen auch der neue Name. Das Team von Sucker Punch gibt im entsprechenden Blogpost sogar mit an, warum sie sich für diesen Weg entschieden haben. Das neue Setting gibt nämlich die Möglichkeit zu innovieren mit neuen Waffen und Techniken, neuem Setting und somit auch einer neuen Protagonistin. Und um der Diskussion gleich zuvor zu kommen, nein, das Spiel ist nicht automatisch woke, nur weil es eine Protagonistin ist. Zu sagen, das Spiel ist woke, nur weil Main Character gleich weiblich, ist genauso blöd wie Wukong Punkte abzuziehen für nicht inclusive genug. Also was diese Debatte angeht, erstmal abwarten, Tee trinken und schauen, was das Game am Ende kann. Im Trailer sehen wir natürlich die gewohnt wunderschöne Landschaft, scheinbar einen Wolfbegleiter, Dual Katanas und weitere Details, die auf die erwähnten Innovationen hindeuten, aber leider nicht allzu viel Gameplay. Das Spiel ist geplant für 2025 und ich bin gespannt, ob Sucker Punch an die Qualität von Ghost of Tsushima anknüpfen kann. Daumen sind gedrückt für Ghost of Tsushima 2, Ghost of Yotei meine ich natürlich. Mit einem Samurai-Spiel in der Mache von Sucker Punch kommt wer anderes vielleicht gerade ganz schön ins Schwitzen. Oh no, God!
No, God, please, no! Wir haben ja bereits darüber berichtet, dass Ubisoft gerade ein bisschen mit Problemen zu kämpfen hat und dass Assassin's Creed Shadows nun mit einem starken Konkurrenten kämpfen muss, hilft da nicht weiter. Vor allem, weil der Diskurs um Ubisoft und Shadows aktuell sowieso sehr negativ geprägt ist. Aber da Shadows bereits im Oktober erscheint, liegt da ja bestimmt genug Zeit dazwischen. Wäre ja ganz schön doof, wenn Assassin's Creed Shadows auch im Jahr 2025 erscheint, oder? Tatsächlich gibt es eine kurzfristige Verschiebung vom nächsten Assassin's Creed. Shadows erscheint nicht mehr dieses Jahr, sondern erst am 14. Februar. Perfektes Valentinstagsgeschenk also, aber Spaß beiseite, grundsätzlich finde ich es gut, einem Spiel die Zeit zu geben, ordentlich zu erscheinen und entsprechend kann ein solcher Delay dem Spiel nicht schaden. Aber überraschend war es dennoch so kurz vor eigentlichem Release. Als Grund wird angegeben, dass man den Ambitionen gerecht werden will und sich die Zeit nehmen muss, die Qualität auf Vordermann zu bringen. Hey, wenn am Ende ein geniales AC-Spiel dabei rauskommt, nimmt euch alle Zeit der Welt, aber nur, wenn auch ein gutes Spiel dabei rauskommt. Das Outlaws-Team hat zur selben Zeit bekannt gegeben, dass sich Star Wars Outlaws nicht so gut verkauft hat wie gewünscht. Was eine Überraschung. Aber deshalb arbeiten sie hart an einigen Updates, die die Spielerfahrung verbessern sollen. Das erste große DLC, das Lando DLC, bekommt außerdem mit dem 21. November auch ein Release-Datum. Aber eine Sache haben wir aus der State of Play noch nicht erwähnt, die Ubisoft das Leben ebenfalls sehr schwer machen könnte, da es endlich ein Release-Datum bekommen hat. Monster Hunter Wilds. Nicht mehr lange, ihr könnt den Rotstift für den Kalender rausholen. Bald ist es soweit, bald dürfen wir wieder Monster jagen, süchtig werden nach Looten und Leveln nach dem Grind, nach der faszinierenden Spielwelt und dem geilen Creature-Design. Denn das Spiel bekommt während der State of Play nicht nur einen neuen Trailer, sondern sogar ein Release-Datum. Am 28.02. dürfen wir endlich Monster Hunter Wild spielen. Der Februar wird also langsam ziemlich dicht mit Games und da Assassin's Creed Shadows jetzt auch im Februar erscheint, ist die Konkurrenz natürlich gegeben. Aber auf was freut ihr euch am meisten? Schreibt es in die Kommentare, denn ich bin für heute wieder durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und Abo da, wenn dem so ist. Dann sehen wir uns auch wieder und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.